Jo, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben WrestleManiacs, meine lieben Freunde, meine Damen, meine lieben Herren des gepflegten Catchsports da draußen. Jo, Night of Champions liegt hinter uns und Double or Nothing liegt doch vor uns. Das heißt, wie ihr meistens wisst, gibt es wieder ein Reaction-Streamchen ab 20 Uhr. Das heißt, wenn das Video online geht, bin ich wahrscheinlich auch schon online. Ab 20 Uhr bin ich online. Wir werden über Night of Champions auch in ausführlicher Version sprechen, beziehungsweise wenn ihr noch euren Senf live dazu abgeben wollt. Wir werden Double or Nothing noch ein bisschen besprechen, beziehungsweise die Karte hat sich auch noch ein bisschen was getan. Dann einfach so in die Nacht reinzocken und dann einfach ein hoffentlich cooles AEW-Event genießen. Apropos cooles Event. Wie war denn Night of Champions für mich? Erstens, ich fand es mega, mega cool, endlich mal wieder so einen Reaction-Stream gemacht zu haben, weil es ja auch krankheitsbedingt in den letzten Monaten eher schwierig war. Mein letzter Reaction-Watch-Together-Stream war der Royal Rumble. Ist also schon ein bisschen her. Und natürlich von der Uhrzeit und allem Möglichen war es natürlich super, endlich wieder mal ein kleines Streamchen gemacht zu haben. Und danke an alle, die dabei waren. Wir waren zum Teil 110, 120 Leute Spitze. Für das, dass ich auch so lange inaktiv war, war das wirklich, wirklich eine coole Sache. Danke für euren Support auf jeden Fall schon mal dafür. Doch, wie fand ich denn nun den Event? Ich nehme das Fazit schon ein bisschen vorweg. So ein bisschen über dem Durchschnitt. Da war jetzt kein Rohrkrepierer dabei oder nichts ultra Schlechtes oder so. Aber so das große Highlight hat meiner Meinung nach halt auch gefehlt. So der Opener Styles Rollins war wie zu erwarten, war eigentlich gut, war ein gutes Match. Vielleicht sogar ein bisschen unter den Erwartungen. Das Match, was sie schon mal hatten, war dann doch ein bisschen besser vor ein paar Jahren. Aber wie gesagt, nicht schlecht. War ein gutes Match, so 4 Sterne. Rollins gewinnt, richtige Entscheidung, passt. Trish Stratus gegen Becky Lynch. Da hat mir Becky Lynch gegen Lita letztes Jahr bei den Saudis besser gefallen, wenn ich ehrlich bin. Da waren einige Aktionen doch sehr, nicht so smooth. Man hat da doch auch schon das Alter von Trish so ein bisschen angemerkt. Das war jetzt nicht schlecht, aber das hätte auch besser sein können und ein bisschen sauberer. Der Aufhänger bei dem Match war definitiv, dass Zoe Starks unter dem Ring hervorgekrochen kam, für die nötige Ablenkung gesorgt hat und somit hat Trish Stratus das Ding gewonnen, wird sich ein Rematch geben. Vielleicht bei Money in the Bank steht Becky im Ladder Match und Trish greift ein und es gibt doch mal ein Rematch beim SummerSlam. Diese Formel könnte man eventuell auch bei der Cody Brock Fehde anwenden, aber dazu kommen wir später. Dann hat man das IC-Title Match. Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Ich glaube, das war fast mein Match of the Night. Das ging nicht mal 10 Minuten. Aber Crowd war voll da wegen Mustafa Ali. Gunther ist einfach eine geile Sau. Das war einfach ein schnelles, hartes Match, wo du Mustafa Ali Hope Spots gegeben hast, wo die Crowd komplett apeshit ging, wo Gunther einfach wieder mal alles windelweich geklopft hat. Und genauso will ich das haben. Ich glaube persönlich, das war sogar mein Match of the Night. Auch hier wahrscheinlich so 4 Sterne. Trotzdem so minimal über den Opener, wenn ich mich entscheiden müsste. Fisch gegen Becky war wahrscheinlich so 2-3 Viertel bis 3 Sterne oder so um den Dreh. Aber das, ich glaube, das IC-Title-Match war fast so mein kleines Highlight tatsächlich am Abend. Dann hat man Asuka gegen Bianca Belair. Das Match war leider Gottes unter den Erwartungen, wie ich finde. Das war auch nicht so gut wie das bei Mania. Und war matchtechnisch so ein bisschen enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Crowd war auch nicht so drin. Aber, und das ist das Positive, was ich wegnehme, wir haben einen Titelwechsel, den ich mir gewünscht habe, nachdem Bianca Belair jetzt auch die Rekordregentschaft da durchbrochen hat. Gab es jetzt quasi auch keinen Grund mehr, warum sie den Titel länger behalten sollte. Ich war trotzdem überrascht, dass man den Titelwechsel in Saudi gebracht hat. Die Crowd hat es gefreut, mich hat es gefreut, Asuka hat sich auch gefreut. Und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, Asuka neue Raw Women's Champion ist. Ja, was eigentlich ganz so cool war, war das nächste Match, nämlich Rhea Ripley gegen Natalya. Happy Birthday Natalya, schönes Geburtstagsgeschenk hast du bekommen, nämlich dass du innerhalb von 1:10 abgefrühstückt wirst von Rhea Ripley. Nicht, dass ich das Match jetzt länger gebraucht hätte und ich fand das auch so richtig so für den Charakter und so für die Darstellung von Rhea Ripley, aber Natalya kannst du halt, konntest davor schon in die Tonne kloppen, aber spätestens jetzt. Ne? Keine weiteren Kommentare. So. Jetzt kommen wir zum Match, wo ich mich eigentlich am meisten aufregen muss. Das war vielleicht so
ein einziges richtiges negatives Highlight an dem Abend. Kommen wir zu Brock Lesnar gegen Cody Rhodes. Das war ja das, was in-ring technisch passiert ist, per se ja nicht schlecht. Du hattest Drama, du hattest Hope Spots, die Crowd war drin und alles war gut. Gegen 10 Minuten war vollkommen okay. Wahrscheinlich auch so 3,75 Sterne, auch nicht schlecht, wie gesagt. Was mich allerdings aufregt, und ihr wisst es, und ich möchte es eigentlich nicht 100 Mal predigen, aber ich sag's trotzdem. Ich bin ja kein Cody Rhodes Fan. Habe aber gesagt, bei Mania hätte er den Titel gewinnen sollen, weil es einfach mit der Story perfekt gepasst hätte. So, den Moment hat man verpasst. Jetzt müht sich da Rhodes mit Lesnar ab. Okay. Aber, will man uns denn für komplett bescheuert verkaufen? Erstens, indem man erzählt, Cody Rhodes wurde der Arm gebrochen und er greift mit seinem gebrochenen Arm Brock Lesnar an. Selbst mit der Erklärung, er hat da jetzt eine Titaniumschiene drin. Du kannst mit keinem gebrochenen Arm auf jemanden draufhauen, ohne dass das ein bisschen weh tut. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2, und ich weiß nicht, über was ich mich mehr aufregen soll. Punkt 2 ist die Tatsache, dass Cody Rhodes im Kimura-Lock, der eigentlich nur den Arm brechen sollte, der schon gebrochen war, einfach faded, einfach bewusstlos wird. Das ist nicht irgendwie ein Rear-Naked-Choke oder so, oder einfach... Askalog oder was auch immer. Irgendwas, was die Luft abschneidet. Das ist einfach ein Armbreaker. Und die wollen mir ernsthaft erzählen, dass bevor Cody Rhodes mit dem gebrochenen Arm von einem Monster wie Brock Lesnar, bevor der hier austappt, was normalerweise nach ein paar Sekunden eigentlich schon passieren hätte müssen, realistisch gesprochen, aber das lassen wir noch, ne? Sagen wir einfach mal, Cody hätte so nach einer Minute ausgetappt. Dann hätte ich das noch eher verstanden. Aber Cody Rhodes wird einfach bewusstlos, weil man ihn ja nicht schwächen will. Was du nicht getan hättest mit dem Aufbau von vorhin. Cody Rhodes wäre nicht geschwächt rausgegangen, hätte hier beim Kimura Lock aufgegeben, weil er mit einem gebrochenen Arm angetreten ist. So, da habe ich mir in den Kopf gegriffen, dachte mir so, ey Leute, das fand ich Bullshit. Sag ich ganz, ganz klar. Fehde geht obviously weiter. Hat jetzt meine Anti-Cody Rhodes Agenda nicht wirklich geholfen, was das angeht. So, dann kommen wir noch zum Main Event. Raw Tag Team Title, SmackDown Tag Team Title Match. Auch hier, ich fand das nicht schlecht. Ich finde persönlich, es kam kommt zu gut weg. So auf sozialen Medien, meiner Meinung nach, auf Cage Match steht es bei 8,6 Punkten. Ich wäre da vielleicht bei 3,5 Sternen oder so, also bei 7 Punkten. Weil so gut der Engel war zum Schluss und ich die Bloodline-Story immer noch über weite Strecken sehr gut finde und die Twists, die man reinbringt, war auch das wieder super umgesetzt. Das kann die WWE, du hast mit der Bloodline-Story, dann hast du wirklich was, woran sich die WWE festhalten kann. Das muss ich gerade mal positiv hervorheben, das war richtig stark. Auch, dass jetzt gefühlt wieder ein bisschen mehr vorangeht, jetzt mit dem Usu-Split der Bloodline. Aber das Match ging hier 26 Minuten und es ist dieselbe Formel wie in den letzten zwei Jahren bei Roman Reigns Matches. Auch wenn jetzt hier Solo Sikoa in einem Tag Team Match dabei war, dieselbe Formel bleibt trotzdem. So, hier ganz langsame Rest Holds und Stomps und Trash Talk von Roman Reigns die ersten 15, 20 Minuten. Dann kommt der erste Nearfall oder die ersten Nearfalls. Dann, wenn es zum Finish geht, gibt's den Ref-Bump. Dann gibt's die Interference der Usos oder Solo Sikoa, sucht's euch aus. Und dann kommt das Finish. Das ist seit zwei Jahren derselbe Quark. Und natürlich, es kann, wenn man es hin und wieder so macht, effektiv sein. Aber nicht, wenn man von 15 Roman Reigns Matches gefühlt, 14 davon genau auf dieselbe Art und Weise erzählt. Das mag anderen Leuten vielleicht immer noch gefallen. Mir hängt's zum Hals raus. So, wie gesagt, Finish war geil, Story gut weitererzählt, da wird sicher einiges jetzt wieder zum Reinschauen geben für SmackDown. Finde ich gut, aber das Match selber war halt für eine halbe Stunde wieder mal das Typische, was mich persönlich leider nicht mehr unterhält. Unterm Strich kommt ein solider Pay-Per-View bei raus mit kaum Lowlights, bis auf Brock Lesnar gegen Cody, wo ich die Match-Story einfach komplett Käse fand. In-Ring-technisch war das eigentlich entweder okay bis Durchschnitt, aber es gab auch zwei, drei kleine Highlights, was das Wrestlerische angeht. Unterm Strich komme ich bei 6 von 10 Punkten raus
Und das war's im Endeffekt. Das war so eine Review zu Night of Champions. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie viele Punkte würdet ihr geben. Wie fandet ihr die Bloodline-Story-Weiterentwicklung, den Engel? Und ja, allgemein eure Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich für jeden Daumen nach oben, für den Blick in die Videobeschreibung und hoffentlich, dass ihr bei Twitch dann vorbeischaut, sobald ihr das Video seht, denn dann bin ich ziemlich sicher schon online. Wünsche allen bei Double or Nothing heute viel, viel Spaß und ansonsten noch einen schönen Start in die Woche. Schönen Feiertag morgen, Pfingstmontag ist ja, und ich wünsche euch noch was. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und eins noch, ich habe Live-Reactions aufgenommen zu Night of Champions. Ich weiß noch nicht, wann ich zum Schneiden komme, vermutlich morgen. Ich weiß noch nicht, wann sie oben sind. So, aber ich kann schon mal sagen, es wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit wird es geschnibbelte Reactions und so geben. Das wollte ich noch angemerkt haben. Also in dem Sinne, danke nochmal, wünsche euch noch was, schönen Abend und schönen Start in die Woche. Hab euch lieb und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.